Und herzlich willkommen hier zu einem neuen CSGO Matchmaking. Und ja, wir spielen heute mal auf Faceit, ja. Ich glaube, die meisten von euch wissen, was Faceit ist. Ein Game auf Cobblestone, ganz normal competitive 5 gegen 5. Und ja, wir haben die Knife Round gewonnen. Somit dürfen wir jetzt entscheiden, auf welcher Seite wir starten. Was ziemlich cool ist. Ich persönlich würde echt sagen, es zu switchen sollen. Yeah, switch. Und ja, ich habe jetzt auch das Ganze mit dem Ingame-Sound gefixt. Somit, ja. So, wir sind geswitcht. Okay, somit sollte jetzt auch die Matchmaking ein bisschen besser sein. Wie gesagt, heute habe ich nochmal ein Solo-Queue, weil alle meine Mates sind gerade nicht da, ja. Einer ist davon im Urlaub, dann ist auf dem Geburtstag und so weiter und so fort. Okay, wir gehen A. Ne, wir gehen B. Okay. Okay. Und ja. Persönlich werde heute auch ein bisschen was schneiden. Vielleicht so die interessantesten Dinge oder halt die uninteressanten rausschneiden. Vielleicht kommen dann auch 2-3 Runden Matchmaking halt in einem Video. Die Pistol Round haben wir schon mal. So, okay. Alles klar, ja, okay. Auf Cobblestone, also ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall 9 bis 10 Runden anstreben, die wir jetzt bekommen sollten, weil ja, Cobblestone ist meiner Meinung nach oder insgesamt einfach eine T-Map. Eine T-Sided Map. Ich werde es ein bisschen, weil die werden höchstwahrscheinlich Dropper nehmen. Slower, dude, slower, slower. Okay, anscheinend doch nicht. One chicken, one fountain. Go. Ja. Diese Flash. Ist ja noch mal einer gewesen, glaub schon, oder? Ja, alles. Okay. Mit CZ haben wir noch irgendwo eine 5-7? Nee. Ich wurde einfach komplett weggeblockt. Ja, nein, die Typen hätte ich auch gerade gehabt. Ja, hier 5-5-10-6, sehr gut. Da habe ich also ein bisschen halt durch meinem Teammate geschossen. Ist aber auch gut, weil in... Ja, es ist nicht gut, aber ja, in Faceit gibt es eben keine Team-Damage. Irgendwas auch echt manchmal vorteilhaft ist. Das heißt, dass man auch nicht einfach gekickt wird. Weil vielleicht mal ein bisschen Feld macht. Also die Flash ist gerade eben... Ja, sorry, Bro. War nicht so geil. Krieg halt gar nichts mehr vor den Lauf. Okay, die beiden haben wir noch. Wenn man davon spricht, ja. Okay, die Deagle nehmen wir lieber. CZ ist nicht so meins. Okay, ich hole mir eine Arbe. Okay. So, mal schauen. Ich würde gerne eigentlich einen First Pick lang machen. Yo, boy, yo, what the fuck? Das war absolut gemisst gerade. Holy shit! Ha! Das hat gerade keiner gesehen, ja. Holy shit. Ja. Nimm die Bombe selber, ich nehme nicht die Bombe. Einfach nur so Gott, weil ich eine AWP hab. Kann ich nämlich um einiges besser. Oder ich habe eben nicht so den Ding jetzt, welche ich jetzt hier zum Beispiel lang halte. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich mag es aber nicht mit AWP-Bombe. Ja, komm, dann nehmen wir es eben doch. Ja, was soll's.
Los. Come on, go. Puh. Anders doch. Wird das keine Chicken gemacht, Ninja? Oder versucht zumindest mal, Ninja. Das checken wir doch mal lieber. Nee. Nix da. Gucken, ich vermute mal, dass sie auf Exit Frag spielen. Ja, ich spiele auf Exit. Also. Jo! So. Geh lieber den sichersten Weg. Nicht, dass sie jetzt hier noch eine AWP saven und dann nächste Runde hier. Ja. Eine AWP komplett umsonst bekommen. Okay. Oh, mit 24 bin ich noch einigermaßen zufrieden, ob sie gewinnen das Ganze. Ey, der Typ hier, 11-2, ja? Nicht schlecht. Nicht schlecht bei denen, ja. Da hat noch keiner so richtig ins Spiel gefunden. Ich geh jetzt mal ein Zimmer hoch. Weil vielleicht eine AWP unten piekt. Kann ich hier meine Mates ein bisschen supporten. Oh ja, das wäre zu krass gewesen, hätte ich den gehittet. Wenn die da absmoken, kriegst du nichts mehr. Okay. Lang ist aber auch gesmoked, das heißt, sie haben jetzt eigentlich keine großen Nades, keine großen Nades mehr auf. Ah. Ein bisschen, ich würde gerade sagen, ich bin ein bisschen zu weit weg von meinem Mates. Wäre echt jetzt hier gerade mega unvorteilhaft gewesen, wenn ich da jetzt hier gestorben wäre. Die spielen auf jeden Fall mit zwei Leuten auf A, denke ich. Gucken, Kanone ist keiner. Jetzt ernsthaft Balcony One. Like. Der hat halt ernsthaft einen Leckschuss, fuck. Der ist da dran. Letzter hat einen Leck. Boah! Hahaha! Boom! Richtig schön ins Gesicht. Ah, der schreibt schon GG. Ja, da kommt wahrscheinlich noch eine zweite Runde Matching wahrscheinlich dran. Ich mag diesen Spot hier oben einfach. Ihr könnt halt. Das ist halt so das Ding, aber ich denke einfach, dass Capstone so ein extreme Dings ist. Du kannst vom Tunnel zum Beispiel, kannst du eine Person hinstellen, die guckt den kompletten A-Spot ab. Oder halt, dass keiner B-Backstep, okay? Dass keiner eben lang durchpushen, keiner unten. Da brauchst du eine Person, okay? Dann kommst du als T viel schneller auf den... Oh, ja, du kommst eben so schnell auf den B-Spot, dass die CTs sehr wenig Zeit haben, sich aufzustellen. Das heißt, zum Beispiel als CT, du kannst nie dich, obwohl, ja, du brauchst halt wirklich einen guten Spawn, dass du dich wirklich Dropper gut positionieren kannst und so weiter und so fort. Und das ist eben so das Ding, wo ich jetzt denke, ja, jetzt B-Lang haben sie gefixt, aber damals B-Lang, also, das ist halt das hier, du kannst von einer Position aus hier komplett anschauen, dass hier keiner durchpusht. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Na, ich weiß auch nicht. Willkommen, wir werden die Diegel. Das hat jetzt echt ganz ziemlich gut geklappt mit der. Keine Ahnung, ich finde einfach, das kommt mir persönlich eine zu krasse T-Seite. T-Seite-Map ist.
Wir spielen es fast noch 16 Mal. Darum war es jetzt auch wichtig, dass wir vorhin die Nerf-Runde gewonnen haben, sodass wir eben jetzt hier die wirklich auf T-Seiten anfangen, weil es eben wirklich eine T-Seite-Map ist. Soll ich die in CT hat nie eine Chance, hier unten zu picken, wenn er einen schlechteren Spawn hat, weil der T halt immer schnell genug hier da ist. Auch, er kann einfach nur in den Zirn rein, er ist trotzdem immer noch schnell genug da. Das ist halt einfach nicht balanced, meiner Meinung nach. Also, ich habe es so, finde ich auch, ist eine schwere Map zu balancen, also insgesamt einfach. Auch das mit dem Drop und so, dass du, als wenn du einen guten Spawn hast, als C, bist du fast genauso schnell da wie der CT. Der CT, oder meiner Meinung nach, sollten CTs halt schon ein bisschen auch, ja, Zeit haben, sich einfach insgesamt zu positionieren, und so weiter und so fort. Vielleicht liege ich jetzt auch falsch mit ein paar Aussagen, aber ich persönlich finde aber, dass das einfach mit mir persönlich eine zu T-sided Map ist. Der hat auch einen Lag. Wenn ich den jetzt hier noch mit einem Wallbang aus der Runde schiebe, dann gibt er sofort auf. Na komm, den holen wir uns. Oh, was macht der denn? Oh Gott, mit der P90er ist ja schon rum. Die wollen schon aufgeben. Oh. Ja. We have destroyed them. Yeah. Okay, ja. Jetzt auch mal was anderes, der 11 Uhr hier gewonnen.